Also, wir sind hier in Costa Rica, in Miramar, in einer Soda. Und das ist wahrscheinlich Georgie, oder sieht man auch nicht, wie sie sich gerade die Schuhe auszieht. Und da links ist die Gunde aus Bamberg, ja, also die ganze Familie ist da. Und jetzt komme ich gleich noch mal kurz ins Bild, Augenblick. Jawohl. Aha. Gnadenlos, der Zöhn verschwitzt hier, ja. Und jetzt warten wir hier gerade, die Glotze läuft hier, jetzt sitzen wir also in diesem Laden. Also das ist so quasi so eine Abfresse, wo es da kein Bier gibt, deswegen Soda, also nur Sodawasser kannst du da saufen. Und jetzt haben wir da so Canada Dry, also und jetzt so nachmittags, also Mittag, und jetzt warten wir hier drauf, dass bei uns hier das Essen da einrollt. Da ist der Chef da. Man sieht auch da hinten, da hängen da noch ein paar so Lümmeltüten da, hier da so, aber ist ja wurscht jetzt, ne? Auf jeden Fall, so ist es, die Georgie trinkt gerade Canada Dry Cider. Schwitzen nur wie die Bläden, weil es nämlich ziemlich heiß ist, die Gunde. Hier ist gerade immer noch keine Klöße gekocht, aber das und jetzt mal schauen. Und jetzt warten wir noch auf die Uli, dass die nämlich von ihrer Frauenversammlung da kommt. Die Blümmeltüten, die haben wir schon, die Kondoms. Wurscht, auf jeden Fall, so ist es halt in Costa Rica. Das ist immer so ein bisschen so wie Lichtenfels am Samstagnachmittag. Nur eben die ganze Zeit, ne? So ist es. Also Lichtenfels, richtig, ein Kaffee. Costa Rica für euch.